Willkommen zu diesem unglaublichen Workshop Jahresplanung 2023 für alle Coaches und Gesundheitsberater, die Geld verdienen wollen, anstatt es zu verbrennen. Ist dieser Workshop jetzt genau richtig, denn ich zeige dir, wie du aus deinem Gehirn eine Kasse machst, damit du ab heute Geld verdienst und nicht mehr Geld verbrennst. Schreib dazu in den Chat nochmal dein monatliches Umsatzziel oder dein Jahresziel. Denn nur wenn du ein Ziel hast, kann dein retikulares Aktivierungssystem hier hinten dich dahin begleiten, dass es dich informiert mit diesen Informationen, die du brauchst für deine Umsätze. Vielleicht ist dein retikulares Aktivierungssystem auch schon super eingestellt, weil du bist ja jetzt schon hier und kannst dich heute wieder auffüllen mit Fülle, mit Erfolg, mit Leichtigkeit, mit, dass es möglich ist, dass es einfach ist, dass du dein Gehirn zu einer Kasse machst und danach einfach Monat für Monat rechnen kannst. Wow, 10.000 Euro, wow, 7.000 Euro, wow, 15.000 Euro. Und wenn du das, was ich dir heute erzähle, wirklich auch umsetzt, wirst du verstehen, dass du nur einmal anfangen musst und dann läuft dein Business wie bei einem Abflug. Dann fliegst du und fliegst du so viel Energie, wie du halt hineingibst in dein Flugzeug. So weit kommst du und so wirst du also ab sofort verdienen. Nämlich das, was du planst. Umsatz ist planbar und Umsatz kommt von Umsätzen. Tu mir also bitte den Gefallen. Das, was ich dir heute erzähle, kommt aus meinem Herzen. Das habe ich mit schlaflosen Nächten, mit Durchfall, mit Verlust von meiner damaligen Beziehung, mit Einsamkeit, mit wirklich viel Schmerz entdeckt und aufgebaut. Und ich habe dadurch ein System erschaffen, was wirklich funktioniert. Wollt ihr das allererste, das allerwichtigste erfahren, was es braucht, damit es funktioniert, bevor ich es dir zeige? Prima, schreib mal in den Chat Nummer 1. Das allererste ist, dass du dir nochmal bewusst wirst, ich bin nicht diese ganzen Mangelgedanken, die ich denke. Denn diese Mangelgedanken haben mich jetzt in diese Situation gebracht, dass das wahrscheinlich leer ist. Und vielleicht hast du vieles verbrannt in unnötige Kurse, in unnötige Workshops, in unnötige, wie ich damals. Wollt ihr kurz eine Geschichte hören? Ich habe einmal 6.000 Euro investiert in einen Funnel. Da hat mir jemand einen Funnel gebaut, schön mit Klicktipp und allem drum und dran. Aber der hat nicht funktioniert. Es stand technisch. Aber es sah in meiner Wahrnehmung erstens beschissen aus. Es entsprach überhaupt nicht meinem Sein, meinen Farben, meinem Stil. Und es hat nicht funktioniert. Und das hat mich so entsetzt und verletzt, dass selbst diese Funnelbauer, die so hochgehoben wurden, diese Agenturen, die das Wissen doch haben müssten, zusammen mit Facebook-Werbung, wir haben alles super schön technisch aufgebaut, aber es hat nicht funktioniert. Und ich hatte Monat für Monat dann auch noch meine Facebook-Werbung wirklich verbrannt. Und das tat weh. Ich war nicht nur einsam und alleine, ich hatte wirklich mein ganzes Geld verbrannt. Ich musste also bei Null anfangen. Und das Wichtigste, die Nummer eins, die mir geholfen hat, ist zu erkennen, dass ich wirklich mit einem Satz meine Innenwelt von Mangel auf Fülle umbauen kann. Das musst du aber täglich machen, damit du täglich dein Gehirn wirklich zu einer Kasse umbaust, zu einem Verkäufer-Mindset, vom Käufer zum Verkäufer, von Mangel zu Fülle. Von was noch? Schreib's mal in den Chat. Von Trägheit zu Energie. Von ich muss mich überwinden zu hey, ich habe Spaß,
Verkaufen ist schwer, zu verkaufen ist total easy. Es macht Spaß, es ist eine Hilfe. Ich bin da für die Menschen, von ich dränge mich ihnen auf zu ich helfe ihnen. Ich lade sie ein. Ich bin für sie da. Von Unglaube zu Glaube, von Angst zu Freude. Genau, schreibt's mal in den Chat, für was es für euch diese Veränderung ist. Denn das ist die Veränderung, die in dir passiert. Du bist die Nummer eins. Es geht also nicht nur durch diesen Plan, den ich dir heute zeige, denn das war der Plan, der in mir entstanden ist. Aus meiner Geldsorge, aus meiner Not, aus meinem Mangel heraus. Diesen Plan, den ich umgesetzt habe, den ich letztes Jahr um diese Zeit umgesetzt habe, der hat mir geholfen, dass ich schon im März 100.000 Euro Cash, wirklich Cash auf dem Konto hatte und durch viele Ratenzahler für die nächsten 2 Jahre jeden Monat 10.000 Euro sicher hatte. Kannst du dir vorstellen, was das für ein befreiendes Gefühl war? Wow, 100.000 auf dem Konto, was ein Geschäftskonto war, was mit 0 Euro anfing. Sechs Stellen, oder? 100.000. Oder 7, ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ein 1, also eine 1, warte, ich schreibe es mal kurz in dem Chat, dass ich nochmal sehe. 100.000, genau, eine 1 mit 5 Nullen. Und genau, sechsstellig nennt man das. Ich hasse diese Begriffe, fünfstellig, sechsstellig. Es war einfach statt einer 0 oder einer 1 und einer 0 oder einer 1 und einer 0, 0, das kannte ich, aber 100.000 kannte ich nicht. Das war der Wahnsinn. Und dieses Gefühl, das war ein Gefühl von Freiheit. Kannst du dir das vorstellen, innerlich zu wissen, in den nächsten 2 Jahren fließen 10.000 Euro, also fünfstellig, eine 1, und 4 Nullen fließen Monat für Monat jetzt schon sicher in das Konto. Und das ist das, was ich euch heute zeigen möchte. Und alle, die bisher schon in diesem Workshop waren, ich gebe den Workshop jetzt schon seit 4 Monaten, Monat für Monat, jetzt sogar fast jede Woche, alle, die sich daran halten, verdienen genauso. Monat für Monat mindestens ihre 10.000 Euro oder mehr und haben auch ein passives Einkommen für die nächsten 2 Jahre von 10.000 Euro oder mehr. Was du dazu brauchst, ist dieser innere Glauben, diese innere Ruhe, dieser innere Frieden und diesen einen Satz, der dein Gehirn umbaut zu einer Kasse. Wollt ihr diesen einen Satz noch einmal hören? Dieser eine Satz heißt: Ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin oder ein erfolgreicher Unternehmer und ich lebe in Fülle und Wohlstand. Dieser eine Satz hat mir gereicht, den habe ich mir jeden Tag gesagt. Jeden Tag, nur dieser eine Satz. Und mit diesem einen Satz habe ich es geschafft, meine Mangelgedanken umzubauen, mein Gehirn umzubauen, neue Synapsen zu bauen, mein Gehirn neu zu befeuern mit diesem einen Satz, weil da sind 3 entscheidende Wörter drin. Erfolgreich, Fülle und Wohlstand. Das sind 3 Dinge in einem Satz, die reichen, um ein Gehirn umzubauen. Und diese ganzen Mangelgedanken, sie werden verschwinden. Aber nur in dem Maß, in dem du dein Gehirn mit diesem einen Satz befeuerst, fütterst, den Samen säst und immer wieder gießt, indem du immer wieder denkst, indem du immer wieder denkst, ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin, ich lebe in Fülle und Wohlstand. Ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin, ich lebe in Fülle und Wohlstand. Ja, ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin, ich lebe in Fülle und Wohlstand. Und du wirst dabei beobachten, der Verstand wird immer kommen, sozusagen der Sabotier, es wird dich sabotieren. So, ha, 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 du bist aber noch angestellt und du hast nur 1.700 netto. Ha, ha, du hast 1.200 Miete, du hast nur 500 zum Leben.
für dich und zwei Kinder. Der hat also immer wieder so reingeredet und reingelacht. Wie viele von euch kennen das auch? Die schreiben mal, kenne ich. Aber jetzt liegt es an dir, ob du den eben nährst und gießt und denkst, oh stimmt, ich habe nur 500 zum Leben. Oh mein Gott, ja, und ich habe auch keine Zeit. Und es stimmt, meine armen Kinder, ich bin dann so eine schlechte Mama, wenn ich so viel am PC sitze oder wenn ich was aufbaue. Ja, dann begießt du immer wieder diesen Mangel. Und so liegt es also an dir, ob du, welchen Samen du nährst. Dem Verhinderer oder dem, der sagt, ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin, lebe in Fülle und Wohlstand. Juhu, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Und wie du das machst, das erzähle ich dir erstmal anhand von einer Geschichte mit dem Seestern. Wie viele von euch kennen die Geschichte schon? Die schreiben mal, kenne ich in den Chat. Wie viele finden die aber auch so schön, dass man die immer wieder hören kann, um sich immer wieder auch damit zu befüllen und diesen Samen zu gießen, dass das die neue Realität wird. Dann kannst du jetzt ganz gespannt einmal dieser Geschichte lauschen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das ging am Meer spazieren und es sah lauter Seesterne am Meer am Strand liegen, die angespült wurden über Nacht, weil ein Unwetter war. Und ganz viele Seesterne lagen da und würden bald sterben, wenn sie nicht ins Wasser zurückgebracht werden. Dieses kleine Mädchen schnappte sich also einen Eimer mit Wasser, fing an, die ersten Seesterne zu sammeln, merkte bald, dass der Eimer nicht reichte. Also nahm es Seestern für Seestern und schmiss sie direkt ins Meer zurück. Und eine ältere Frau sah das und rief, was machst du denn da, du dummes Ding? Siehst du nicht, dass das viel zu viele Seesterne sind? Du kannst sie nicht alle retten. Das Mädchen schaute nur, nahm wieder einen Seestern, schmiss ihn wieder ins Meer und sagte zu der Frau, für diesen Seestern wird es sein ganzes Leben verändern. Und darum geht's auch hier. Betrachte deine Kunden als Seesterne. Verändere die Realität der Menschen. Verändere das Leben der Menschen. Verwandle sie von Trauer in Freude. Schreib mal in den Chat, welche Veränderung bewirkst du denn? Was ist deine, die Experten nennen es Positionierung. Schreib mal in den Chat, was du veränderst. Und darum geht's, dass jedes Leben zählt, jeder Mensch, den du jetzt veränderst. Denn gerade jetzt liegen die Menschen wie die Seesterne am trockenen Ufer, sind voller Angst. Und Angst macht was? Angst blockiert die Kreativität. Wollt ihr dazu ein Beispiel hören, was mir damals geholfen hat, das zu verstehen? Aus der Gehirnforschung. Wenn zum Beispiel ein Kind Angst hat vor Schulaufgaben, kennt ihr solche Kinder? Vielleicht von dir selbst. Du hattest Angst, an die Tafel gerufen zu werden. Oh mein Gott, der Klassenlehrer ruft gleich jemanden auf, hoffentlich nicht mich. Und du gehst mit dieser Angst an die Tafel, an die Schulklasse. Du stehst mit dieser Angst vor dem Lehrer und der Klasse. Alles schaut auf dich. Wer von euch kennt das? Und mit dieser Angst ist die Gehirnhälfte blockiert, die für Kreativität zuständig ist. Wenn du ängstlich bist, kannst du nicht kreativ sein. Und alle Kinder, die ängstlich zur Prüfung gehen, schreiben schlechtere Noten, das ist wissenschaftlich bewiesen, als die Kinder, die angstfrei zur Prüfung gehen. Deswegen seid ihr Coaches so wichtig, dass ihr das den Erwachsenen beibringt, den Kindern, ihnen helft, wie sie durch eure Meditationen, Manifestation, durch eure Atemtechniken, durch eure VAKs, wie sie Angst in den Griff bekommen, wie sie voller Freude in die Schule gehen. Und auch falls deine Positionierung etwas anderes ist, was ich hier
im Chat lese. Danke, dass ihr so schön mitmacht, wie Sichtbarkeit, glückliche Mama, aufräumen, voller Energie ist wirklich das Wichtigste, weil wir sind Energie. Damit hilfst du quasi für alles. Und alle Menschen, die jetzt wie Seesterne zu Hause rumliegen oder es nur funktionieren, kennt ihr solche Menschen, die nur funktionieren, sich in die Arbeit schleppen, die abends wirklich völlig erschöpft ins Bett gehen, weil sie den ganzen Tag voller Angst und Sorge durchs Leben gehen, weil sie sich bis zum Tagesende abschleppen und funktionieren und Energie verlieren, Energie abgeben in die Systeme, in die Kollegen, in die Firma. Sie gehen alle durchs Leben und geben nur Energie ab. Sie haben keine solch schöne Berufung, wie du schon hast oder wie du bald haben wirst, weil du so clever bist und dir das aufbaust. Mit diesem System, ihr Lieben, was ich dir jetzt gleich zeige, baust du dir ein System auf, mit dem du Energie bekommst. Du baust dir ein System auf, was deiner Lebensenergie entspricht. Stell dir mal vor, du tust ab sofort nur noch Dinge von früh bis abends, die dir so einen Spaß machen, dass du Energie mehr und mehr bekommst. Mit jeder Minute, mit jeder halben Stunde. Du erlaubst dir vielleicht Pausen zu machen oder mit den Kindern kurz irgendwo hinzufahren, weil du weißt, danach machst du wieder was Grenzgeniales und kriegst wieder so viel Energie. Und dadurch ziehst du auch die Menschen an. Ich zeige dir, wie du das nicht als Verkäufer machst, sondern als etwas viel Schöneres, nämlich als einladende Person. Ich zeige dir, wie du also Seestern für Seestern einlädst. Du schmeißt sie also nicht gleich ins Meer zurück, sondern du lädst sie erstmal in deinen Eimer ein, wo du sie erstmal aufpäppelst, kennenlernst und sie dich kennenlernen. Dass vielleicht erstmal die eine oder andere Zacke begradigt wird oder die Ängste, die sie haben, sie erstmal beruhigt werden, damit sie dir vertrauen, damit sie sich dann es erlauben und entscheiden können, ja, ich möchte mit dir jetzt Energie aufbauen. Ich möchte oder mit dir, liebe Sonja, jetzt Sichtbarkeit aufbauen. Oder mit dir, liebe Katrin, wieder in die Orientierung kommen, in die Energie. Oder mit dir, liebe Sabrina, wieder glückliche Mamas, eine glückliche Mama werden. Oder mit dir, liebe kartonfrei Sabrina, wieder jetzt meine Wohnung in Angriff nehmen. Dazu braucht es manchmal erstmal ein bisschen Vertrauen und Energie. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist es also wertvoll, sich etwas zu überlegen, wo du sie nicht gleich überforderst und überschüttest mit Informationen, und mit dem Angebot und dass sie jetzt gleich buchen müssen, jetzt gleich aufräumen, jetzt gleich hohe Energie, jetzt gleich eine Supermama sein, ist es da nicht sinnvoll, sich etwas zu überlegen, wo man sagt, schau, ich lade dich ein und da wirst du jetzt erstmal wieder bei dir ankommen. Da wirst du jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Hier kannst du drinnen baden, hier ist ein geschützter Raum, hier passiert dir nichts. Da kommen keine Ängste mehr. Hier in diesem Raum wirst du erstmal aufgepäppelt wie eine Auffangstation. Und dann kannst du entscheiden, ob du von dieser Auffangstation alleine zurück ins Meer gehst und vielleicht wieder angeschwemmt wirst. Dann kommst du halt wieder in meine Auffangstation. Aber ich bin für dich da, ich bin Coach. Und es ist nicht meine Aufgabe, hunderte Millionen, Billionen Umsatz zu machen, sondern es ist meine Aufgabe, dir immer wieder zu zeigen, wie du dich wieder aufpäppelst und wie du lernen kannst, dass wenn du zurück ins Meer gehst, wie du ab sofort mit diesen Ängsten
Schreibt mal in den Chat, was passiert denn da in eurer Zielgruppe mit diesen Situationen, mit diesen Herausforderungen, mit diesen Problemen umgehst, damit du nicht immer wieder zurückgespült wirst und ängstlich am Strand liegst und immer wieder in meine Auffangstation musst, sondern damit du lernst, wie du in das Meer schwimmst, wie du weiter schwimmst, weiterkommst und dein eigenes schönes Leben aufbaust, wie du dir einen neuen Strand suchst, eine neue Insel, ein neues Schloss baust oder deine Wohnung eben schön machst, wie bei Sabrina, die hat diese Expertise. Versteht ihr, was ich meine? Darum geht's. Bei wem von euch macht's jetzt Klick, dass das ein System ist, was wirklich funktioniert? Es ist ein stabiles Fundament, wo deine Zielgruppe immer wieder kommt. Manche buchen sofort und manche bleiben erstmal noch ein paar Wochen oder Monate oder gehen wieder alleine, aber sie kommen nicht um dich herum. Verstehst du, wie clever das ist? Sie kommen immer wieder zu dir, bis sie irgendwann verstehen, ach so, das passiert mir also immer wieder, weil ich eben nicht deine Methodik kenne, weil ich nicht deine Atemtechniken kenne, weil ich nicht das Wissen und die Fähigkeiten und die Kenntnisse habe, die du mir beibringst. Und das müssen die ja erstmal verstehen. Bei wem von euch ergibt das gerade einen riesen Atomklick, schreibt Katrin. Und so baust du dir ein Fundament auf und je länger du das machst, umso mehr Buchungen bekommst du Monat für Monat. Warum? Weil am Anfang sind ja nur die Seesterne in deinem Eimer, richtig? Da buchen vielleicht 3. Aber irgendwann kommen die ja immer wieder zurück von den letzten Wochen, den letzten Monaten und immer neue und es spricht sich immer mehr rum. Das heißt, deine Auffangstation ist kein Eimer mehr, sondern ein Riesenozean. Und aus diesem Riesenozean, wenn du dann dein Angebot machst, buchen dann auch mehr, als wenn du nur in diesen Eimer hast, richtig? Also je länger du das machst, umso mehr Menschen schauen dir zu bei deinen Webinaren, bei deinen Veranstaltungen, hören deine Angebote und werden am Ende buchen. Und wie viele von euch haben jetzt Lust, dass wir uns dieses System anschauen, damit du dir das jetzt hier aufbauen kannst? Du baust es dir jetzt auf und es liegt dann nur an dir, ob du es jetzt umsetzt, damit du, wie zum Beispiel die liebe Annette Himmelstoß, die hat sich im Dezember einen Plan gemacht und hatte im Januar über 100.000 Euro kreiert. Auch die Natalie, die hatten eben schon eine gute Community. Könnt ihr euch vorstellen? Die hatten also schon viele Seesterne im Eimer, die aber nach wenigen Wochen dann alle gebucht haben. Oder du hast noch keine große Community, wie zum Beispiel die Heidi, die hatte keine große Community. Die hat das aber auch umgesetzt und hatte mehrere Buchungen für 39 Euro. Das war für sie auch ein Geschenk von 0 auf hunderte Euro. Kannst du dir das vorstellen? Du musst das aber nur jetzt eben wissen und umsetzen. Und für alle, die bis zum Schluss da sind, gibt es heute auch ein Geschenk, was damals der Annette Himmelstoß geholfen hat, wie sie 100.000 Euro generiert hat. Bleibt also bis zum Schluss, denn dann gebe ich euch kostenfrei dieses Geschenk, wie du es dir auch möglich machen kannst. Es ist die Fülle für alle da, auch für dich. Genau, mit Community meine ich eben Menschen, die dir zuschauen, egal ob auf Facebook, auf TikTok, auf Business-Treffs, Online-Treffs, Xing-Gruppen, ist egal. Menschen, die dir zuschauen, Menschen, die dir folgen oder wo du spazieren gehst, die dich aber immer wieder sehen. Für einen Eisverkäufer ist die Community, sind die Urlauber, die am Strand sitzen. Versteht ihr, was ich meine? Da, wo du eben sichtbar bist, wo du immer wieder einladen kannst. Wie ein Eisverkäufer, der lädt mit seiner Glocke immer ein zum Eisessen, richtig?
Das sind alle Urlauber seine Community. Der hat sich's leicht gemacht. Der kann aber auch dort nur den Bedarf decken, Hitze, Trinken, Eis. Der kann dort keine Coachings verkaufen. Wahr oder wahr? Bei einem Coaching ist es ähnlich, aber du kannst nicht einfach mit deinem Coachingwagen durch die Stadt laufen und klingeln, wer will Lebensfreude, wer will Lebensfreude. Bei einem Coaching ist der erste wichtigste Schritt zu erkennen, dass Verkaufen wirklich einfach ist. Denn Verkaufen heißt, ich decke den Bedarf. Du hast Angst, ich zeige dir, wie du aus der Angst rauskommst. Du bist traurig, willst Freude, hier Angebot 1, x Euro, Angebot 2, y Euro, was willst du haben? Und dann wird sich dein Kunde für ein Angebot entscheiden. So wie du beim Eisverkäufer dich entscheidest für Vanilleeis oder Schokoeis. Dein Problem als Coach ist aber, dass du das Bedarf decken, dass das für dich wirklich einfach ist, du aber meistens immer noch Angst davor hast. Und eine wichtige Sache, die vor dem Bedarf decken kommt, gar nicht machst. Soll ich euch verraten, was davor kommt, was du unbedingt machen musst, damit du wie beim Eisverkäufer dastehst und sagst, ja, ich habe Durst, oh, was nehme ich denn? Nehme ich jetzt das Wasser mit Sprudel, ohne Sprudel oder das Eis? Diese eine Sache, die du machen musst, ist den Bedarf wecken. Schreib mal ganz groß in den Chat, Bedarf wecken. Ich schreibe es auch mal rein, weil das ist so wichtig. Daran erinnere auch ich mich immer wieder, jeden Tag. Das ist sozusagen der zweite wichtige Satz. Dass du dich immer wieder fragst, wer, was oder wie muss ich sein, um Bedarf zu wecken? Oder was kann ich heute tun, um den Bedarf zu wecken? Es geht also nicht darum, dass du ständig deine Angebote rausballerst, weil die kauft keiner, wenn du den Bedarf nicht geweckt hast. Für wen von euch macht's da gerade Klick? Hör auf, Bedarf zu decken, wenn du ihn nicht vorher geweckt hast. Und so ist die Kundenreise entstanden. Wir brauchen also eine Reise für die Seesterne, die in deinem Kopf entsteht. Wir machen jetzt deine Kasse, dein Gehirn zur Kasse. Weil hier drin muss die Kundenreise entstehen, dass du bei deinen Menschen, also Seesternen, den Bedarf weckst. Dass du sie einlädst, dass du mit ihnen Dinge machst, die nur ein Ziel haben. Welches Ziel? Was machst du mit denen? Du wächst die ganze Zeit dem Bedarf. Du coachst nicht. Du bist kein Erklärbär. Du gibst keine Tipps. Du belehrst sie nicht und bekehrst sie nicht. Was macht man noch oft falsch? Was seht ihr alles draußen? Ich sehe ständig Tipps und Belehrungen. Wollt ihr mal ein Beispiel hören für eine Belehrung, was viele Coaches machen, was aber keine Abschlüsse bringt? Was die Seesterne eher wegdrängt, als zu dir zieht. Die meisten Coaches schieben die Menschen unbewusst weg. Sie stoßen sie weg. Sie meinen es gut. Sie wissen es nicht anders. Fast alle, also alle, die nichts verkaufen, machen das unbewusst, weil sonst würdest du ja verkaufen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel dieses tolle Dankbarkeitsjournal. Oder dieses Tipp geben, wenn du das und das Problem hast und du machst das und das, dann ist es ja noch schlimmer, denk mal darüber nach. Alleine dieser Satz, denk mal darüber nach, stößt ab. Der lädt mich nicht ein. Der gibt mir das Gefühl als Zuhörer, oh Gott, die belehrt mich, die bekehrt mich. Oder dieses Beispiel, schreibe dein Dankbarkeitsbuch, dann wirst du das und das und du musst und du darfst und du solltest jetzt dein Dankbarkeitsbuch schreiben und dann kriegst du das und das. Das ist abstoßend. Warum? Weil deine Zielgruppe ist nicht blöd. Die kennen das doch. Die kennen ein Dankbarkeitsbuch. Also wenn sie es kennen,
dann fühlen die sich jetzt verletzt, weil sie wissen, ja, ich müsste es schreiben, aber ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Und dann fühlen die sich blöd und dumm. Und das stößt ab. Da komme ich nicht zu dir, wenn du mir die gleiche Scheiße erzählst, die ich sowieso schon weiß, die ich alleine nicht hinkriege. Und dann gibt's die Seesterne, die wissen, die kennen ein Dankbarkeitsbuch gar nicht. Die fühlen sich auch abgestoßen, weil die denken, oh, ich schreibe doch jetzt nicht noch ein Dankbarkeitsbuch. Ich habe sowieso keine Zeit. Erzähl mir, wie es leicht geht. Erzähl mir, wie es schneller geht. Deswegen hört auf, die Sichtbarkeit abstoßend zu machen. Fang an, den Bedarf zu wecken. Bedarf, erst den Bedarf wecken und dann den Bedarf decken. Hör auf, Tippgeber zu sein. Hör auf zu belehren. Hör auf, mir zu erzählen, was ich alles machen sollte. Ich kann es nicht. Ich bin ein armer Seestern und liege am Strand und komme nicht vom Fleck. Lade mich lieber ein und hilf mir, dass ich wieder mich gut fühle, dass ich mich bewege, dass ich meine Wohnung aufräume, dass ich wieder als Mama glücklich bin. Hilf mir bitte. Hilf mir als Seestern. Hör auf, an mir vorbeizulaufen und noch in meine Wunde zu drücken und zu sagen, was ich alles machen sollte. Die Seesterne wissen doch, dass sie ihre Wohnung aufräumen sollten. Die wissen doch, dass sie als Kind dass sie als Mama ihr Kind nicht anschreien. Die fühlen sich doch schon scheiße genug. Lade sie also ein und wecke damit den Bedarf. Okay, Bedarf wecken. Wirst du deine Zielgruppe anziehen? Schreib mal in den Chat, wer ist deine Zielgruppe? Das musst du natürlich als erstes wissen. Zielgruppe anziehen statt abstoßen. Du machst also nicht mehr die Fehler, die du bis heute gemacht hast. Du ziehst ab heute deine Zielgruppe, also deine Seesterne an. Die Seesterne, die voller Angst daliegen, die nicht wissen, was sie machen sollen. Und das schaffst du, indem du sie eben nicht belehrst und bekehrst, sondern indem du eine Einladung aussprichst. Zu was könntest du einladen? Und das, ihr Lieben, was wir jetzt gerade machen, das nennen die Experten ein Funnel bauen. Wie viele von euch kennen schon den Begriff Funnel? Das heißt, da kommen jetzt hier oben viele Menschen rein in deine Einladung, kostenfrei. Und dann kannst du ihnen später ein Angebot machen. Und das werden dann immer weniger. Ja, bei deinem ersten Angebot werden auch vielleicht noch viele sein. Beim zweiten dann aber schon weniger. Und dann beim dritten, hochpreisig hier unten, sind es dann nur noch wenige Ausgewählte. Aber die Preise steigen. Die Preise steigen von Angebot zu Angebot. Und die Menschen werden zwar immer weniger, aber dein Geld wird immer mehr. Was kannst du also für eine Einladung entwickeln? Wir sammeln die heute wieder. Und das ist immer das Wertvollste in diesem Workshop, gemeinsam Einladungen zu sammeln, damit du daraus jetzt dein eigenes System aufbaust. Schreib mal in den Chat, zu was kannst du kostenfrei einladen? Und ich optimiere das gleich für dich, damit du es einfach hast, damit du Seesterne sammelst. Genau, ein Webinar. Aber was? Wie nennen wir das? Ich bin ein armer Seestern und höre Webinar. Oh, Webinar, nein. Die will mir nur was verkaufen. Ich komme da nicht. Ich bin noch nicht blöd. Webinare und Erstgespräche und Strategiegespräche kenne ich. Da sind schon andere vor dir gekommen. Die wollten mir nur was verkaufen. Zu was kannst du also einladen? Genau, auch wöchentlicher Impulscall. Kann funktionieren, kann aber sein, dass was anderes noch mehr anzieht.
Die Sabrina schreibt Waldbaden. Das würde ich dann offline und online machen, damit du überregional die Seesterne sammeln kannst, okay? Du kannst einladen, die Sunny schreibt, wieder in die Kraft zu kommen. Also sowas wie ein, schreib mal, in die Kraft kommen. Ein Treffen auf Zoom, ne? Also die Fachleute würden sagen, ein Webinar. Aber du überlegst es dir wirklich, wie du das richtig schön machst, diese Einladung in die Kraft zu kommen. Die Sabrina lädt ein schon für Ordnung im Portemonnaie. Ja, das ist auch toll. Und wenn du mir dann noch dazu sagst, dass ich dadurch 10% mehr spare zum Beispiel, also schon ein Ergebnis habe, dann interessiert mich das noch mehr, als dass ich mit dir Ordnung mache. Ja, also wenn ihr also schon was sagt, was passiert denn damit, wenn ich das Waldbaden mache, hast du vielleicht am Ende 30% mehr Energie. Dann komme ich gerne. Nur zum Waldbaden komme ich nicht. Oder wenn du mich zum in die Kraft kommen einlädst und mir sagst, du bist danach doppelt so fit, dann komme ich gerne, weil doppelt so fit will ich sein. Versteht ihr, was ich meine? Wie ihr das verbindet mit einem Ergebnis? Sabrina schreibt noch eine Meditation. Genau, nehmen wir mal eine Einschlafmeditation. Mit der du was haben könntest, mit der du entweder doppelt so fit bist, doppelt so viel schaffst, tiefer schläfst und doppelter erholsamer aufwachst. Tiefer schläfst und doppelt so viel Energie hast oder doppelt so viel schaffst, ist noch besser. Das Ergebnis, du schaffst doppelt so viel. Und dann ladet ihr auf diese Weise ab heute ein. Aber versteht ihr, dass ihr nicht nur schreiben dürft, zur natürlichen Urweiblichkeit oder zur kostenlosen Challenge, nicht mehr nörgeln. Ihr müsst unbedingt dazu schreiben, was habe ich davon? Sonst komme ich nicht, weil ich habe doch eh schon keine Kraft mehr. Ich liege doch schon am Strand. Ich funktioniere doch schon nur. Wie soll ich jetzt auch noch eine Challenge machen? Soll ich euch das mal am Beispiel der Sport-Challenge erklären, die ich gerade aktuell mache, wo ich gerade selber teilnehme? Mit 14 anderen Coaches. Wollt ihr das an diesem Beispiel mal wissen? Dann schreibt mal ja. Viele von euch wissen ja, dass ich gerade eine 90-Tage-Challenge mache mit dem Sportprofi Marc aus Florida, der also wirklich Fußballprofi ist, der wirklich ganz anders mit dem Thema Sport umgeht und einfach ein ganz anderes Mindset hat. Ich habe nicht ja gesagt, weil ich Sport machen will. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe nicht ja gesagt, weil ich nicht mehr Süßigkeiten essen will. Ich habe nicht ja gesagt, weil ich jetzt ständig um den See joggen will. Nein, nein, nein. Ich habe nur ja gesagt, weil er mir bewusst gemacht hat, dass wenn ich mich wieder mehr bewege, wenn ich wieder mehr auf meine regelmäßige Bewegung und besseres Essen achte, dass sich dann mein Körper verändern wird. Durch diese Veränderung wird mehr Energie fließen. Durch diese Veränderung werde ich mich wohler fühlen. Durch diese Veränderung werde ich mehr Kraft haben, mehr Energie. Ich werde bessere Ideen bekommen. Es wird richtig fließen. Ich werde wieder diese Anbindung an die Erde besser fühlen, die Anbindung an die Quelle, an das universelle Ganze. Das habe ich gekauft. Nicht den Sport,
nicht das Essen. Dann habe ich mich dazu entschieden, habe für diese Challenge auch 900 € bezahlt. Also diese 90-Tage-Challenge ist nicht kostenfrei. Ich habe mich entschieden, ich habe bezahlt und ich nehme jetzt daran teil. Und ich quäle mich jetzt durch all diese Dinge, wie süßes Essen, ja oder nein. Diese Übung wirklich mitmachen, ja oder nein. Jetzt wirklich um den See gehen, ja oder nein. Ich beobachte mich jetzt auch, wie ich versuche, dem Ganzen auszuweichen. Aber sag nee, ich habe mich jetzt committed, ich habe es verstanden, weil ich will diese Energie, ich will mein System, Körper besser nutzen, meinen Körper wieder anders fühlen. Es geht mir nicht darum, dass ich Sport mache. Versteht ihr, was ich meine? Den Sport will ich gar nicht. Aber das Ergebnis, es geht immer nur um das Ergebnis. Und du wächst den Bedarf durch das Ergebnis. Schreib also mal jetzt in den Chat, was ist denn das größtmögliche Ergebnis deiner Kunden oder deiner Einladung? Was ist denn das Ergebnis? Wenn du das selber nicht weißt und sagen kannst, dann wird keiner buchen. Dann wird sich keiner abmühen, dann wird keiner durchhalten, dann wird keiner diesen inneren Kampf aushalten. Das kennt ihr ja selber, ne? Dieser innere Kampf. Ich habe jetzt zu was Ja gesagt, aber jetzt wird es mir zu anstrengend. Nö, jetzt mache ich nicht mit. Oder jetzt beschummel ich mich selbst oder ich komme gar nicht mehr. Und das schaffst du nur, wenn du den Bedarf wächst auf das Ergebnis. Dass die Seesterne sagen, ja, das Ergebnis will ich, ja, das Ergebnis, ja, ich quäle mich weiter durch, ja, ich komme wieder, ja, ich mache die Atemübung mit dir, ja. Versteht ihr, was ich meine? Nur durch das Ergebnis. Weil das ist am Anfang eine Qual. Das tut am Anfang weh, Glaubenssätze zu integrieren oder immer wieder eine Meditation anzuhören, wenn du das nicht gewohnt bist, wenn du andere Gewohnheiten hast, wie Pommes essen, am Fernsehen gucken, Sofa sitzen, was deine Zielgruppe halt macht. Nur wenn du es schaffst, die Gewohnheiten deiner Zielgruppe zu durchbrechen, werden sie transformieren, werden sie eine neue Erfahrung machen, dann werden sie verstehen, wow, jetzt buche ich auch dein Programm. Ich will mehr davon. Haha, jetzt habe ich Blut geleckt, wie man so schön sagt. Jetzt schaue ich mir mal kurz die Ergebnisse im Chat an, die ihr schreibt. Mit Leichtigkeit durch den Alltag. Ich nehme wieder am Leben teil. Mehr Freude, Leichtigkeit. Sich wohler fühlen. Sind es wirklich schon Ergebnisse? Freude, Leichtigkeit, Wohlgefühl. Kein Streit mit Partner, genau, das könnte das Ergebnis sein. Die harmonische Beziehung. Weil du dich wohler fühlst, weil du in der Freude bist, weil du in der Energie bist. Also Lebensfreude und Energie ist kein Ergebnis, ihr Lieben. Das Ergebnis ist zum Beispiel die Beziehung mit dem Partner. Das Ergebnis auch bei dir, liebe Sabrina, ist ja die schöne Wohnung, die aufgeräumte Wohnung. Das ist ein Ergebnis. Das kann jeder Seestern sehen. Dann kommen die ganzen Seesternbesucher und sagen, boah, bei dir sieht's aber schön aus. Bei dir ist ja aufgeräumt. Was ist denn mit dir passiert? Hast du einen Ausräumtrupp? Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie dann die anderen Seesterne reagieren? Weil die ein Ergebnis sehen. Aber nur, dass der sich jetzt wohlfühlt, ist kein Ergebnis. Das ist der Weg dahin, das ist die Brücke. Das Ergebnis, die Muskeln, Gelenke, also das Ergebnis die Veränderung des Körpers. Ne, die Gewichtsabnahme. Das, was ich sehen kann, ist ein Ergebnis, ihr Lieben. Und ein Ergebnis wie mutig sein, Ängste verlieren, das ist die Brücke,
Das ist nicht das Ergebnis bei dir, liebe Sonja. Das Ergebnis bei dir ist, was passiert denn, wenn ich sichtbar bin? Habe ich dann Buchungen? Habe ich dann einen Workshop mit Teilnehmern? Das ist ein Ergebnis. Dann kommen die Seesterne und sagen, oh, hast du gesehen? Die hat jetzt lauter Fotos. Die hat es geschafft. Die hat einen Workshop voll. Die hat ein neues Auto. Die fährt nicht mehr den alten Skoda Fabia. Bei der ist wohl der Wohlstand ausgebrochen. Ja, das sind Ergebnisse, was du selber siehst und was die anderen Seesterne sehen. Genau, leichte Entscheidung treffen ist kein Ergebnis. Das ist die Brücke zum Ergebnis. Was kann denn passieren, wenn ich Entscheidung treffe? Ein Ergebnis ist wieder mit den Kindern. Genau, rumtollen und dass die Kinder dadurch bessere Schulnoten haben. Oder in einem Verein sind oder anfangen, Billard zu spielen. Das geht so schnell bei Kindern. Ich habe das bei einem Kind erlebt, das fing an, Billard zu spielen. Und das war innerhalb von wenigen Monaten Meister. Ja, so eine Meisterschaft. Deutschland, deutscher Meister innerhalb von wenigen Monaten. Das ist ein Ergebnis, ihr Lieben. Also merkt ihr gerade, was das für eine Herausforderung ist für euch, zu unterscheiden zwischen, was ist nur die Brücke, was ist das Coaching, was passiert in der Innenwelt, aber was ist dann wirklich das Ergebnis? Genau, ein Haus am Meer. Oder Beförderung im Job, hat einen neuen Job, ist ein Ergebnis, genau. Genau, sehr gut. Also wie viele von euch haben das verstanden? Die schreiben mal eine 1 in den Chat. Und für wen ist das noch unklar, der schreibt mal eine 2 in den Chat. Und dann geht ihr mit diesen Ergebnissen bitte ab heute mehr in die Sichtbarkeit und ladet ein zum Waldbaden oder zur Einschlafmeditation oder zu, was wir hier haben. Was haben wir noch für Ideen? Was könntet ihr noch kostenfrei einladen? Denn das sind ja die kostenfreien Einladungen, die ein Ergebnis bringen. Sonst kommen die Seesterne nicht. Weil die sagen sich, du, ich habe eh schon keine Zeit mehr. Ich kann jetzt nicht mit dir noch Waldbaden machen. Meine Kinder spielen verrückt. Mein Mann spielt verrückt. Die fassen mich sich am Kopf, dass ich jetzt noch Waldbaden machen will. Aber wenn der Seestern erzählen kann, ich gehe zum Waldbaden, weil ich danach doppelt so viel Energie habe, dann versteht das auch die Familie. Eine Meditation zu einem Tier, also eine Kraft-Tier wahrscheinlich, ne? Kraft-Tier-Meditation. Genau, jetzt musst du mir als Seestern aber noch erklären, warum. Was ist das Ergebnis? Weil das Krafttier interessiert mich nicht. Davon weiß ich noch nichts. Ich bin vielleicht noch so unbewusst oder so im Ego, dass ich denke, ach, die mit ihrem dämlichen Krafttier, so ein Quatsch, funktioniert nicht. Die mit ihrem spirituellen Kram. Genau, also da haben wir Krafttiermeditationen. Dann Yoga kannst du einladen, genau, Yoga für auch innere Kraft, Konzentration und damit du doppelt so viel schaffst. Doppelt so viel schaffst. Das ist das Ergebnis. Etwas zum eigenen Haustier, eine tiefere Verbindung zum Haustier. Und genau, was ist das Ergebnis? Verbindung zum Haustier für dadurch hast du vielleicht mehr Selbstvertrauen für doppelt so viel Selbstvertrauen. Und am besten noch was hinterher.
Zum Krafttier. Ja, wenn du zum Krafttier einlädst, musst du mir sagen, was habe ich davon? Das musst du mir sagen. Das weiß ich nicht. Mit den Krafttieren kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Schreib mal in den Chat, vielleicht auch alle anderen, macht mal mit, was passiert durch diese kostenlose Einladung mit der Krafttiermeditation. Ne, ich weiß, durch eine Meditation kommt mehr Ruhe rein. Aber habe ich denn durch das Krafttier? Was kann das Krafttier mir bringen? Was habe ich dadurch für Ergebnisse im Leben? Unterstützung, schreibt Sabrina. Ja, machen wir hier nochmal Krafttier. Und genau, und durch Unterstützung schaffe ich ja mehr. Schaffe doppelt so viel. Genau, dass es als Anker fungiert, das ist wieder eine schöne Coach-Erklärung, aber das nützt mir als Seestern nichts. Mut nützt mir vielleicht was. Du hast Mut und dadurch verbessert sich dein Leben. Und das könnte das Ergebnis sein, dass du einen Arbeitsplatz hast, der dir Spaß macht oder mehr Geld bekommst. Und das will ich haben. Versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst euch erlauben, diese Ergebnisse zu benennen und nicht immer nur in der Innenwelt zu bleiben. Auch erzählt den Leuten nichts von einem Anker. Das verstehen die nicht. Das verstehst du als Coach. Du hast die Ausbildung. Aber die armen Seesterne haben das nicht. Die wissen das nicht. Die wissen nur, was in der Außenwelt passiert und das wollen sie haben. Die können vielleicht gerade noch verstehen, dass man mit mehr Selbstbewusstsein mehr erreicht. Das versteht, glaube ich, auch ein Seestern. Genau, und trotzdem mit dem Anker, trotzdem nicht, liebe Maria. So lieb gemeint, wie das ist, das verstehen die Seesterne nicht. Du kannst dann natürlich eben, lass den Anker weg und erklär mir eben nur Selbstbewusstsein. Dadurch verändert sich XYZ. Aber lass den Anker weg, den brauche ich gar nicht als armer Seestern, der am Strand liegt. Das überfordert mich. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch einen Anker mit mir rumschleppen. Oh Gott, ich komme doch eh schon nicht vom Fleck. Aber mehr Selbstbewusstsein, ja, das will ich. Und mehr Kraft, ja, weil da komme ich vom Fleck. Genau, das die Miriam schreibt auch was Schönes, wie mein Mann sich wieder in mich verliebt. Genau, das will ich haben als kleiner Seestern. Genau, und wer auch vollkommen mit dem Dinge umsetzen, schreib ruhig welche Dinge. Wir müssen den Seestern wirklich Bilder malen. Welche Dinge? Diese aufgeräumte Wohnung, das saubere, schnelle Auto, das sichere Auto. Ihr kennt doch alle die Bedürfnispyramide. Erzähle mir, was ich dann erreiche, wo ich Sicherheit habe, Zugehörigkeit, Liebe, gefüllte Vorratsschränke. Lebensfreude. Erzählt mir solche Beispiele und dann komme ich in deine Einladung. Dann tue ich mir auch das mit dem Krafttier an. Aber eigentlich will ich das nicht. Eigentlich verstehe ich das doch nicht und das finde ich doch blöd. Das ist doch spiritueller Käse. Aber wenn das mir hilft, dass ich dadurch einen besseren Job habe und dann wieder ein sicheres Auto habe oder einen Puffer habe unter meinem Kopfkissen, jetzt für unsichere Zeiten. Dann schon, weil den Puffer unterm Kopfkissen, den nehme ich gerne mit. Da schaue ich mir auch mal den Käse an mit dem Krafttier. Versteht ihr, was ich meine?
Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass die all das Wissen haben, was du hast, und dass die alle so positiv denken wie du. Ja, mit den 10 Kosten sparen, genau. Sehr gut, Kosten sparen. Das will ich. Ich will Kosten sparen. Ich will Geld sparen oder mehr Geld haben. Ich will Schmerzen mir ersparen oder eben mehr Lebensfreude, mehr Konzerte, Theaterbesuche, Urlaub haben. So, also dann habt ihr alle eine Einladung und dann ladet ihr wohin ein, dass die alle kommen. Am besten ladet ihr ein, ne, hier oben in eine WhatsApp-Gruppe. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, durch WhatsApp-Gruppen habe ich mehr Umsatz gemacht als durch Facebook-Gruppen. Macht eine Gruppe, weil dann sehen sie doch immer, was du schreibst. Es wird ihnen angezeigt. Ich würde die Gruppe stumm machen, dass die nicht so viel Blödsinn reinschreiben. Ich würde eine WhatsApp-Gruppe stumm machen. Und sie dort immer wieder begrüßen, aufpäppeln, in der WhatsApp-Gruppe vielleicht schon was zur Verfügung stellen, wo sie gerne reinkommen, wie zum Beispiel die Meditation, damit sie schon hier erstmal abgeholt und aufgepäppelt werden. Diese WhatsApp-Gruppe ist also der blaue Eimer, wo du sie schon mal aufpäppelst durch Meditationen, nicht Belehrungen, nicht Bekehrungen, keine Tipps. Keine Erinnerung, hast du heute schon dein Dankbarkeitsbuch geschrieben? Du darfst dein Dankbarkeitsbuch schreiben, auch heute. So nicht, das stößt ab. Sondern wirklich durch Hoffnung geben, Mut machen. Das, was sie wollen, das, was ihnen gut tut. Mut und Hoffnung. Und es ist auch, fragt mich nicht wegen solchen Konten. Ich bin nicht Experte, was DSGVO und sowas angeht. Ich kann euch nur sagen, wie es technisch geht. Und da ist es rein technisch egal, ob du ein Privatkonto hast oder Unternehmenskonto. Ich zeige euch hier einen Weg, der bei mir funktioniert hat. Über eine WhatsApp-Gruppe oder einen Telegram-Kanal oder natürlich auch über eine Facebook-Gruppe. Ich kann euch nur aus Erfahrung sagen, dass ich durch eine WhatsApp-Gruppe viel mehr verkauft habe. Und was machen wir jetzt mit dieser WhatsApp-Gruppe? Du lädst sie immer wieder ein, sagen wir einmal die Woche in ein Webinar. Ja, von der Gruppe lädst du sie ein in ein Webinar. Und dieses Webinar, das kann dann eben sein, dieses Waldbaden, das, was da oben steht. Dann können wir, machen wir das nochmal zurück. Du lädst sie also von der Gruppe hier ein in dein Webinar. Das, also fachlich heißt es Webinar. Bei dir heißt es dann aber Waldbaden für mehr Energie, damit du einen besseren Job hast, ein tolles, sicheres Auto, XYZ. Ja, Ergebnisse. Also du lädst dann zum Webinar ein, in Klammern, mit Ergebnisbeispielen. Sonst kommen die nicht. Und am Ende vom Webinar lädst du ein zu deinem ersten Angebot oder zu einem Telefonat, damit du ein Angebot machen kannst. Okay? Also am Ende vom Webinar kommt dein erstes Angebot.
Und das heißt, dann sind wir in diesem Verkaufstrichter in Stufe 1, wo jetzt auch schon viele reingehen. Jetzt können wir ja gemeinsam überlegen, was kann das für ein Angebot sein? Auch wieder ein Angebot mit Ergebnisbeispielen. Sonst komme ich nicht, weil nur lernen will ich nicht. Ich will keine Atemtechniken lernen, aber das Ergebnis will ich. Was könntet ihr also jetzt für Angebote machen? Da gibt es zum Beispiel Gruppentraining. Es gibt Einzelcoaching. Wichtig ist immer mit Ergebnis. Ich schreibe es mal hier noch dazu. Oder Beispielergebnis, ja, weil wir wissen ja nicht, Beispielergebnis. Du könntest auch zu einem Online-Workshop einladen. Also du lädst einfach wieder ein, aber diesmal kostet es was. Diesmal hat es einen Energieausgleich. Trainingslager, das klingt auch toll. Genau, bei Trainingslager müsst ihr nur wissen, jeder Begriff hat ja eine Ladung. Es kann sein, dass manche Menschen den Begriff Trainingslager mit Schmerz verbinden, mit ich bin alleine, ja, als Kind. Also ich war nie in einem Trainingslager. Ich habe da keine Ladung drauf. Für mich klingt das abenteuerlich. Ich wäre dabei. Aber ihr müsst wissen, dass manche Menschen auch Bootcamp. Jeder Begriff hat eine Ladung. Es wird. Sabine schreibt, genau, es war furchtbar. Ich empfehle euch, solche Begriffe nicht zu nehmen, weil einige Menschen dann diese Emotion haben. Als Coach wisst ihr ja, wie Emotion im Körper entsteht. Sie erinnern sich durch den Begriff an ihr Trainingslager, fühlen sich schlecht und sie wissen nicht, dass das nur so ist, weil es eine alte Erinnerung ist. Sie fühlen sich schlecht und sie werden sich nicht mit einem schlechten Gefühl bei dir anmelden. Okay, ihr braucht also Begriffe, Spaßbegriffe, Wohlfühlbegriffe. Zum Beispiel selbst Wohlfühllager klingt scheiße, weil einfach Lager eine Ladung hat. Denkt an die Flüchtlingslager. Also, wir streichen den mal. Für mich klingt es gut. Ich wäre dabei. Abenteuer. Ja, ich war in Workcamps. Wir hatten so einen Spaß. Ich bin dabei. Aber viele Menschen leider nicht. Genau, mit dem Begriff Retreat können viele nichts anfangen. Ich weiß noch, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, was ist denn ein Retreat? Weil ich damals dachte, wenn ich jetzt frage, denken die alle, ich bin dumm. Ja, ich habe mich nicht getraut zu fragen, was das ist. Also nehmt bitte Begriffe, die bekannt sind. Und auch selbst Training hat eine Ladung, aber ich finde Gruppentraining und Einzelcoaching und Einzelbegleitung noch sehr positiv. Genau, Wohlfühlwoche ist auch gut. Genau, Wohlfühl oder Wohlfühlwochen. So was könnt ihr nehmen. Genau. Na, jetzt sind wir im Angebot, da machen wir keinen gemütlichen Plausch beim Tee. Würde ich jetzt nicht machen. Das kannst du als kostenfreie Einladung machen. Okay, aber hier in dem Angebot darf es schon ruhig klingen nach lebensverändernden Maßnahmen, die eben eine Begleitung erfordern, ein Training, ein Coaching oder ein paar Wochen. So, und was kostet das? Dieses erste Angebot, das kann entweder niedrigpreisig sein. Zum Beispiel ein Online-Workshop kann 39 € kosten. Das kann aber
was ich dann erfahren habe, auch schon um die 2500 Euro kosten, wenn es zum Beispiel ein Jahresgruppentraining ist. Das kriegst du auch schon am Ende verkauft, wenn du dich mit Verkauf wohlfühlst. Wenn du dich mit solchen Preisen nicht wohlfühlst, dann nimm halt einen Preis, wo du dich wohlfühlst, wie 29 oder 39 Euro. Ein Einzelcoaching kriegst du noch nicht in diesem Webinar verkauft. Dazu brauchst du dann ein Telefonat, also sozusagen das Erstgespräch, dann das Verkaufsgespräch und dann erst das Angebot. Aber du kannst ja nach deinem Webinar zum Telefonat einladen, richtig? Dann das Angebot zum Einzelcoaching. Einzelbegleitung wäre das Gleiche und Wohlfühlwachen kommt drauf an, was die kosten. Wenn die jetzt so 79 Euro kosten, kannst du die hier auch einladen. Einzelbegleitung würde ich nie niedrigpreisig anbieten, weil das ist deine wertvolle Lebenszeit. Das nehme ich also hier nochmal raus. Ich würde hier immer etwas nur in Gruppe machen oder eben ja nur in Gruppe. Das heißt, wir nehmen auch das hier nochmal raus. Auch wenn du hier am Ende in ein Telefonat einladen kannst. Wir lassen jetzt mal hier nur die Preise und stellen das mal hier dazwischen, weil von diesem Webinar ein Einzelcoaching zu verkaufen, braucht Erstgespräch, Verkaufsgespräch, Angebot. Okay? Und dieses Einzelcoaching, das kannst du besser verkaufen, wenn du jetzt hier dein Gruppentraining hast und dann immer siedest, also den Samen setzt und Geschichten erzählst vom Einzelcoaching. Schreib mal sieden hin. Und wenn du in diesen Angeboten dann richtig siedest, immer wieder was erzählst, immer wieder den Bedarf wächst. Ja, sieden ist gleich Bedarf wecken. Durch Geschichten oder so, durch Beispiele. Dann kannst du den Bedarf wecken für Einzelcoaching und einladen zum Telefonat. Ja, und dann hast du jetzt einige Menschen, könnt ihr euch das vorstellen, dass jetzt einige nach dem Webinar bei euch was kaufen für 39 oder 79 Euro oder sogar schon 2500 Euro. Dann habt ihr ja jetzt die ersten Kunden. Schreibt mal eine 1, wenn ihr euch das vorstellen könnt, dass ihr die ersten Kunden habt für 39, 79 oder 2500 Euro. Schreibt mal eine 2, wenn das für euch jetzt zu schnell ging oder einfach nicht machbar ist. Prima, denn jetzt wird es spannend. Jetzt hast du ja einige Kunden und jetzt gehen wir in das Hochpreisige. Jetzt kommt entweder dein Hauptangebot, wenn du vorher niedrigpreisig warst, kommt jetzt das Hauptangebot. Also das heißt, das könnte jetzt dein Hauptangebot sein. Und dann kommt hier unten das Einzelcoaching. Und das nenne ich Kundenreise. Die Fachleute nennen das Verkaufstrichter oder Funnel. Du musst sie dir aufbauen. Du musst darüber im Klaren sein. Du musst sie so machen, dass es deiner Lebensfreude entspricht. Dann hast du zum Beispiel diese kleinen Workshops, Online-Workshops. Dann hast du dein Gruppentraining für 2500. Und dann hast du dein Einzelcoaching vielleicht für 9000 Euro. Und das Schöne beim Gruppentraining ist, dass es eben nicht deine wertvolle Lebenszeit ist, sondern dass es ja ein Gruppentraining ist, wo du viele, viele Menschen abholen kannst. Das heißt, du kannst in diesem Hauptangebot hier bis zu 1000 Menschen abholen. Das schafft Zoom gut mit deiner normalen Internetleistung. Ja, ab 1000 wird es schwierig, brauchst du technisch andere Dinge. Aber wenn du einmal 1000 Menschen im Zoom hast für 2500 Euro,
dann bist du schon längst Millionär, dann kannst du dir auch ganz andere technische Voraussetzungen leisten. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass so wie ihr jetzt anfangt, so bleibt es ja nicht. Ihr entwickelt euch und ihr könnt euch dann richtig coole Technik leisten oder da auch Fachkräfte leisten, die euch das einrichten. So dass ihr wirklich viele Menschen, viele Seesterne abholen könnt. Und von da aus ladet ihr sie dann in eure Einzelcoachings ein oder in eure Retreats ein. Also das geht immer alles Schritt für Schritt. Von hier nach hier. Bei wem von euch gibt es dazu noch Fragen? Der schreibt mal die Frage in den Chat. Weil das ist wirklich das, was ich gemacht habe letztes Jahr. Ich habe dieses Gruppentraining ins Leben gerufen, vom Gruppentraining meine Einzelcoachings generiert. Ich habe natürlich jetzt auch hier noch eben mein Costa Rica, meine 10 Tage Costa Rica als Angebot für die Kunden nur, die im Gruppentraining sind. Das erfahren die Menschen draußen gar nicht so großartig. Es gibt Angebote, die platziere ich nur in meinem Hauptangebot. Oder wie zum Beispiel eine Thermenwoche. Und das kannst du dir auch überlegen, was du dann Schönes platzierst. Das aber bitte erst überlegen, wenn du hier schon Kunden hast. Der größte Fehler ist, dass die meisten sich dieses System überlegen, aber gar nicht anfangen mal mit ihrem Webinar. Gar nicht anfangen mit ihrer WhatsApp-Gruppe. Denn alles steht und fällt nur damit, wie schnell und wie gut du jetzt erstmal hier oben diesen ersten Schritt lernst. Das ist der erste Schritt. Und erst wenn du diesen Schritt schaffst, machst du den zweiten Schritt und den dritten Schritt. Erstmal deine WhatsApp-Gruppe machen oder einen Telegram-Kanal oder die Facebook-Gruppe und erstmal einladen. Und dann ist der zweite Schritt hier ins Webinar. Wenn du das nicht schaffst, wenn du im Webinar immer alleine sitzt, dann überleg dir immer wieder, wie muss ich den Bedarf wecken zum Webinar? Genau, und Maria fragt, was Inhaltliches, was ich im Webinar gebe? Immer das Gleiche. Weil sonst machst du ja ein Coaching. Dann kommen sie immer schön in dein Webinar und haben das Gefühl, das ist schon ein Coaching. Was genau man da macht, das lernst du bei mir im Verkaufstraining, liebe Maria. Da lernst du genau, was du alles erzählst und machst, um Bedarf zu wecken. Na, wir haben ja vorhin gesagt, Bedarf wecken. Nur Bedarf wecken. Und wie du den Bedarf wächst, das lernen die Teilnehmer bei mir im Verkaufstraining. Damit du eben am Ende vom Webinar was machen kannst? Diesen Bedarf, den du jetzt geweckt hast, decken kannst. Bei wem von euch macht es da nochmal Klick? Das haben wir ja vorhin eigentlich besprochen, ne? Im Webinar immer Bedarf wecken. Und wie du das machst, das gibt's im Verkaufstraining. Das kann ich jetzt euch hier leider nicht erklären. Das braucht wirklich ein bestimmtes Wissen, Fähigkeiten, Kenntnisse. Könnt ihr euch vorstellen, dass man da auch bestimmte kommunikative Fähigkeiten braucht? Ein Wissen, bis wohin gebe ich was raus, bis zur Kasse und was gibt's erst nach der Kasse? Das braucht es einfach, dass du nicht zu viel rausgibst, dass du nicht schon coachst. Und es braucht eine Systematik, was gebe ich vor der Kasse raus, was gebe ich nach der Kasse raus. Das muss alles aufeinander abgestimmt sein. Das lernen die Menschen im Verkaufstraining. Ah, Sani fragt zum Verkaufstraining. Wie viele von euch interessieren sich außer Sani noch fürs Verkaufstraining?
dann gehe ich da gerne am Ende noch drauf ein. Danke, Sani und Katrin. Gibt es sonst jetzt noch Fragen zu dieser Kundenreise? Denn das ist die Kundenreise. Das ist die Reise, die du dir überlegst. Und womit du es schaffst, dass die Menschen dir immer wieder folgen, dass sie immer wieder zu dir kommen, dass sie wirklich hier von einem Becken zum nächsten mit dir weiterschwimmen. Manche hören vielleicht schon hier oben auf. Oder manche hören im Hauptangebot auf. Ja, nicht alle gehen dann ins Einzelcoaching oder dann auch noch mit dir mit auf eine Reise. Es wird immer weniger. Aber es macht so einen Spaß. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du das machst, wenn das dein Leben ist, dass du nur Webinare machst, nur einlädst, du bist immer eine einladende Person und das bringt Geld, dass das unglaublich viel Spaß macht, Freude macht und Energie bringt. Wenn du die Dinge machst, die du sowieso gerne machst, so wie ich, ich fliege eben gerne nochmal nach Costa Rica und nehme einfach Kunden mit. Und ich gehe gerne in die Therme. Gerade vorhin schrieb mir Neli, ob wir heute in die Therme gehen. Aber ihm tut mir leid, ich muss wirklich mit meiner Tochter zum Handball fahren. Es geht heute nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das macht so einen Spaß, wenn die Kunden wirklich schon von alleine nachfragen und immer wieder mit dir diese Dinge machen wollen. Weil das, was dir Spaß macht, das macht doch auch anderen Menschen Spaß. Du musst es eben nur nach außen zeigen. Du musst aufhören zu belehren, zu bekehren und sie abzustoßen mit diesen Trainingsinhalten oder diesem Dankbarkeitsbuch oder diesem Anker. Das stößt mich ab als Seestern. Ich habe es doch eh schon schwer. Ich will Spaß. Und Katrin schreibt auch, sie hatte schon 9 im Webinar. Sehr schön, liebe Katrin. Genau, und für das Einladen, ihr Lieben, braucht es Sichtbarkeit. Schreibe ich mal groß hier hin, Sichtbarkeit. Egal wo, du musst auf eine bestimmte Art und Weise sichtbar sein. Und zwar als Einladende, dass die Menschen gerne deiner Einladung in deine WhatsApp-Gruppe folgen. Wäre es für euch eine Hilfe, wenn ihr eine Überzeugungsformel kennen würdet, mit der ihr Menschen überzeugen könnt, dass sie in deine Einladung wollen. Weil mit dieser Sichtbarkeit hast du ja Reichweite. Mit dieser Sichtbarkeit sehen dich viele Menschen. Ja, ich mache mal hier die ganzen Pünktchen, es sind viele Menschen, die dich sehen. Aber du musst es ja jetzt schaffen, deine Sichtbarkeit so zu machen, dass du die alle überzeugst, dass die alle in deine kostenfreie Einladung kommen. Diese Überzeugungsformel ist zum Beispiel eine meiner 7 Verkaufsformeln, die wir auch im Verkaufstraining lernen. Mit dieser Formel schaffen es die Teilnehmer, dass sie immer wieder im Newsletter, in Videos, in Stories, in Texten Menschen überzeugen, nicht nur in die kostenfreie WhatsApp-Gruppe zu kommen, sondern auch in das erste Angebot, in das Hauptangebot oder ins Einzelcoaching. Mit dieser Überzeugungsformel schaffen es die Menschen, auch im privaten Bereich ihre Kinder zu überzeugen, dass sie ihre Zimmer aufräumen, dass sie lernen, dass sie bessere Noten haben oder dass sie Sport machen oder dass sie nicht so viel am Laptop hängen. Mit dieser Überzeugungsformel schaffen es die Menschen, bei Behörden schneller Termine zu bekommen. Ja, es ist eine einfache Überzeugungsformel, die ich bei Hermann Scherer im Platin-Programm gelernt habe, die ich meinen Kunden weitergebe, mit denen du privat und im Business immer überzeugen kannst. Und wer immer andere Menschen überzeugen kann, etwas zu tun, der wird immer erfolgreicher und erfolgreicher. Weil dann nicht nur du die Dinge tust, sondern auch deine Familie, deine Mitarbeiter oder deine Kunden. Mit der Überzeugungsformel schaffst du es als Coach,
dass deine Coaches das tun, was du willst, dass sie dann verstehen, warum sie das Dankbarkeitsbuch machen sollen. Dass sie das dann auch tun, damit sie in die Veränderung kommen. Also das ist eine Formel, die dir dabei hilft, dass du so sichtbar bist, dass du immer einlädst und dass die Menschen zu dir kommen. Und mit dieser Formel schaffst du es dann auch am Ende vom Webinar, etwas wieder anzubieten, was sie annehmen. Wenn es Geld kostet, ist dann nur noch die Frage, habe ich das Geld oder kann ich das Geld organisieren? Für wen von euch wäre das wertvoll, wenn er auch so eine Überzeugungsformel hätte? Die gibt es im Verkaufstraining. Mit dieser Formel, ihr Lieben, habe ich es im Prinzip auch geschafft. Mit dieser Formel und den anderen Formeln. Zum Beispiel haben wir auch eine Weiterempfehlungsformel. Das heißt, alle Menschen, die du kennst, die am Ende kaufen oder nicht kaufen, die trainieren wir so, dass sie uns weiterempfehlen. Für wen von euch wäre das auch eine Hilfe, wenn ihr etwas kennt, was ihr mit den anderen macht, dass sie gar nicht merken, du trainierst sie gerade, dass sie dich weiterempfehlen. Und sie erzählen genau das, was du willst. Sie haben auch noch etwas davon und sie machen das auch noch. Und du sitzt zu Hause und kriegst eine Nachricht, hey, Lisa, ich habe gerade jemanden für dich, ich verbinde euch mal, sprich mal mit ihr. Liebe Margosha, ich habe gerade jemand, der hat genau das Problem, was du löst. Ich lade die mal in deine Gruppe ein. Die ist dann in deinem nächsten Webinar dabei. Ja, so arbeiten wir. Wir sind also Einladende und wir trainieren die Menschen, die wir kennen, dass sie uns weiterempfehlen. So müssen wir nicht mehr Kaltakquise machen. Für wen von euch wäre das auch wertvoll, wenn ihr dann nicht mehr so viel angewiesen seid auf Kaltakquise, sondern wenn ihr Weiterempfehlungen bekommt? Und das Schöne ist, bei den Weiterempfehlungen könnt ihr euch vorstellen, dass da schon ein großes Vertrauen da ist, dass die Abschlussquote dann auch viel, viel größer ist als bei jemandem, der fremd ist. Das ist wirklich so. Bei einem Weiterempfehlen, ich habe eh schon gekauft, weil ich bin zu dir gekommen durch die Sonja oder durch die Tina. Und die Tina hat schon so erzählt und geschwärmt von dir. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch wissen, was ihr da macht. Ich habe sowieso schon gekauft. Stellt euch mal vor, das sagen die Weiterempfehler zu euch. Wäre das dann nicht für den einen oder anderen viel, viel leichter? Du hast dieses System, du hast diese Formeln und die Weiterempfehlung. Also das hatte mir den Arsch gerettet, so dass ich keine Schuldgefühle mehr haben muss meinen Kindern gegenüber, dass ich immer noch Zeit habe für meine Tochter, sie zum Handball zu bringen oder ständig mit meiner anderen Tochter shoppen zu gehen. Ja, meine eine Tochter, die möchte einfach nicht bei Amazon bestellen. Also die will immer wirklich einkaufen, anprobieren, in die Läden gehen. Und die ist halt noch, jetzt ist sie 13 Jahre alt. Ihr könnt euch ja vorstellen, vor ein paar Jahren war die jünger. Da muss ich immer mitgehen. Ich gehe auch jetzt noch mit ihr gerne shoppen. Und diese Zeit, das kostet Zeit, von Erding nach München zu fahren oder nach Berlin zu fahren. Und die habe ich eben jetzt. Die hatte ich aber früher nicht, als ich nur Kaltakquise gemacht habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Da saß ich nur zu Hause und habe geschrieben und geschrieben und telefoniert und telefoniert. Durch dieses System habe ich endlich die Zeit, die ich eben brauche für mich, für meine Thermenbesuche, für meine Kinder. Und schreibt mal in den Chat, was würdet ihr gerne machen, wenn ihr Zeit und Geld habt? Das meiste Problem ist, entweder man hat Zeit, aber kein Geld. Oder man hat Geld, aber keine Zeit. Mit diesem System hast du Zeit und Geld, weil du entscheidest über deine Produkte. Du entscheidest über deine Webinare. Du machst dir eine Planung. Und jetzt zeige ich euch noch das Eigentliche, nämlich den Jahresplan. Wie viele von euch wollen jetzt wissen, wie wir das ganz clever
in einen Jahresplan wirklich planen, damit du diese Einfachheit auch verstehst und hast und leben kannst. Die schreiben mal her mit dem Plan in den Chat. So, dann zeige ich euch jetzt diesen einfachen Plan. Es ist eine einfache Excel-Liste. Mit diesem Plan habe ich bereits in der gehobenen Hotellerie seit über 20 Jahren die Häuser gefüllt. Nicht nur ein Hotel, sondern ganze Hotelketten. Es muss aber geplant werden und dann umgesetzt werden. Das ist also ein ganz normaler Excel-Kalender. Und ich habe ihn für euch schon vorgeplant. Ich habe euch schon bestimmte Tage reingeschrieben, an denen ihr Aktionen machen könnt, an denen ihr einladen könnt, an denen ihr vielleicht auch einen Platz im Gruppentraining verlosen könnt. Denn wer ein Gruppentraining hat, der kann auch einen Platz verlosen, wahr oder wahr? Ein Einzelcoaching würde ich nicht verlosen. Das kostet ja meine wertvolle Lebenszeit. Aber ein Platz im Gruppentraining kostet mich nicht mehr Zeit, richtig? Und diesen Plan findet ihr jedes Jahr kostenfrei auf kalenderpedia.de. Sogar für Österreicher, für Schweizer, für alle deutschen Ferien. Ich habe hier den Kalender genommen ohne Ferien. Meiner sieht natürlich anders aus. Das sind die bayerischen Schulferien drin. Weil als Mama richtet sich mein Business nach meinen Kindern. Und dieser Plan, ihr Lieben, der funktioniert und folgt deiner Lebensfreude, weil wir als erstes unsere Termine eintragen, die hier für unser Herz wichtig sind. Also trag als erstes die Geburtstage ein, trag als erstes die Ferien ein, die Urlaube. Was ist dir wichtig? Trag das als erstes ein. Das kannst du in Excel machen oder auf einem riesengroßen Wandkalender. Ich mache es immer hier in Excel und es ändert sich noch sehr, sehr viel, weil du wirst wachsen. Es wird sich immer wieder ändern oder es kommt familiär was dazwischen. Und dann kannst du wieder schneller in Excel das abändern und ausdrucken. Und jetzt nehmen wir mal an, jetzt ist der Januar. Dann kannst du am 1. Januar am Sonntag eine Aktion machen oder eine Jahresausrichtung oder eine Monatsausrichtung. Also das, was wir vorhin alles als Webinare aufgeschrieben haben. Ja, das Waldbaden, das Krafttier für dein Jahr, alles, was wir vorhin uns überlegt haben, das, die ganzen kostenfreien Dinge, die sortierst du dir jetzt hier Monat für Monat rein, wann du die machst. Du kannst also deine Challenge organisieren. Du kannst dafür den Vollmond nutzen, dass du am 7. Januar mit einer Challenge beginnst oder dass du eine Vollmondzeremonie kostenfrei anbietest. Das müsst ihr halt jetzt überlegen und hier so eintragen, dass du Woche für Woche was hast, dass du dich nicht überforderst, aber auch, dass du nichts machst. Du musst eine Harmonie finden, dass du zum Beispiel zweimal im Monat was machst. Das empfehle ich dir am Anfang. Später, wenn du dann mehr Übung hast, kannst du das auch jede Woche machen. Denn je öfters du dein Webinar machst, umso mehr bist du in der Übung, umso besser wird's. Umso mehr hast du die Energie, diese Freude, umso mehr hast du auch am Ende noch Lust und Spaß, dann, wie die Carmen vorhin schrieb, noch diese Verkaufsenergie zu halten. Das kommt durch Üben. Nicht durch Überwinden oder durch irgendeine Tablette. Und wer ein Gruppentraining hat, der kann immer wieder Verlosungen und Gewinnspiele machen fürs Gruppentraining. Wer kein Gruppentraining hat, der muss sich eine Verlosung anders überlegen. Dann verlost du halt irgendwas anderes. Und so könnt ihr euch jetzt hier Monat für Monat eintragen. Diese Termine wie 2.2., 3.3., 4.4., dann Ostern, Christi Himmelfahrt, Muttertag, Fronleichnam, dass ihr diese Termine nutzt, um Aktionen zu machen. Und gerade jetzt sind alle, die im Gruppentraining sind, wirklich beseelt, weil wir jetzt den 11.11. die Aktion machen, dann wieder am
Black Friday die Aktion machen. Nächstes Jahr ist am 24. der Black Friday. Und wir machen jetzt die ganzen Aktionen hier am 1. Advent, 2., 3., Nikolaus. Jeder, der jetzt im Verkaufstraining ist, der macht jetzt mit meiner Begleitung, mit Textvorlagen und allem diese Aktionen. Und der hat, wenn er das mitmacht, spätestens im Januar seine Rechnung und seine 10.000 Euro. Wie zum Beispiel die Annette Himmelstoß, die letztes Jahr mit mir eine Rauhnächte-Aktion geplant hat. Ja, hier sind ja die Rauhnächte. Und die gehen ja 12 Tage. Und dann hatte sie am Ende, also hatte sie ein Riesenvertrauen und hat am Ende ein Angebot gemacht. Und sie hatte, ich glaube, 80 Teilnehmer oder 60 in den Rauhnächten. Und sie hat am Ende verkauft für über 100.000 Euro. Ihr Gruppentraining und ihr Einzelcoaching. Und das kannst du auch. Dazu müsstest du halt jetzt noch für dieses Jahr schnell planen, dass du auch im Advent oder zu den Rauhnächten Aktionen machst. Für wie viele von euch wäre es eine Hilfe, wenn ihr zum Beispiel für jetzt, für die Rauhnächte, einen Plan bekommt? Diese Dinge, die du jeden Tag machen kannst, damit du jetzt nicht noch erst recherchieren musst und überlegen musst, was du machen kannst. Ich gebe heute dreien von euch, aber nur den ersten dreien, die nachher sich einen Termin bei mir aussuchen, einen Telefontermin. Denen schenke ich dieses, was du machen kannst, um in den Rauhnächten am Ende deine 10.000 Euro zu generieren oder eben mehr, wenn du schon so viele Menschen um dich rum hast, die du dazu einladen kannst. Ja, diesen Plan, mit dem ich die Annette letztes Jahr im Einzelcoaching unterstützt habe, auch die Nathalie, die waren im Einzelcoaching bei mir, die hatte damit auch 95.000 Euro generiert. Aber auch alle anderen, die noch nicht so große Communities haben, sie können alleine durch die Rauhnächte von 0 auf 10.000 Euro im Januar wachsen. Du musst das eben nur machen. Du musst es wissen und machen. Und wie viele von euch hätten gerne dieses, was du in den Rauhnächten machen kannst, was du deinen Kunden schon so weiterleiten kannst, wie du deine Seesterne sozusagen einsammeln kannst, dass du ab heute schon anfängst einzuladen zu den Rauhnächten und deine Seesterne dann in deinem Eimerchen hast, in deiner WhatsApp-Gruppe hast, damit du startest. Weil das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass du nicht startest, dass du das alles nur konsumierst, aber nicht deine WhatsApp-Gruppe startest. Deswegen, damit du starten kannst, schenke ich dir diesen Rauhnächte-Plan, damit du quasi jetzt einlädst in deine WhatsApp-Gruppe und spätestens zu den Rauhnächten mit deinen Zoom-Calls startest. Und zwar Tag für Tag oder alle 3 Tage, wie du möchtest. Das kannst du mit deiner WhatsApp-Gruppe dann machen, wie du willst. Du kannst es jeden Tag live machen, dann hast du viel Vertrauen, dann werden am Ende mehr kaufen. Du kannst aber auch sagen, da stelle ich euch eine Meditation heute rein und morgen sehen wir uns wieder live. Du kannst es alles immer so machen, wie es zu deinem Leben passt. Und für die ersten drei, die jetzt gleich einen Termin sich bei mir sichern, die bekommen ein 15-minütiges Telefonat mit mir. Die bekommen diesen Rauhnächte-Plan und eine Stunde im Einzel-Zoom-Call, wo wir diesen Plan für dich nochmal verfeinern und ausarbeiten, dass du wirklich fühlst, ja, es geht. Dass du wirklich nochmal deine Angebote hast, deine Positionierung, dass du immer diese Ergebnisse auch hast und nicht mehr abstößt, sondern anziehst. Also für die ersten drei,
gibt es, die jetzt gleich sich ein Telefonat aussuchen, nicht nur diesen Rauhnächteplan, sondern auch noch eine Stunde Einzelcoaching, damit wir das für dich speziell auf deinen Lebensalltag abstimmen können und du wirklich Sicherheit hast, dass deine Angebote und Preise stimmen, dass das wirklich funktioniert. Für wie viele von euch wäre das wertvoll, wenn du diesen Rauhnächteplan hast, das kurze Telefonat hast und eine Stunde noch Einzelcoaching mit mir, damit du wirklich anfängst? Die schreiben mal ich in den Chat. Dieses Angebot ist nicht für die, die im Verkaufstraining sind, weil im Verkaufstraining habt ihr das alle. Also das Angebot ist nur für alle, die nicht im Verkaufstraining sind, die sich das vielleicht nicht leisten können oder wie auch immer, damit ihr da einfach reinkommt. Okay? Ich stelle euch also gleich einen Link in den Chat. Und die ersten drei, die dann gleich sich hier ein Telefonat sichern, du bekommst ja dann auch eine Bestätigung, dann kannst du dich freuen, dass du dieses Rauhnächte, wie nennen wir das, Formular bekommst, was dich in deine finanzielle Freiheit bringt zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ein Telefonat mit mir und ein Gespräch. Ich stelle euch also jetzt den Link in den Chat. Da könnt ihr euch einen Termin aussuchen, egal wann. Es kann sein, dass heute Morgen nichts mehr frei ist. Die ersten drei, die sich jetzt einen Termin aussuchen, ich schaue also auch aufs Handy, haben dann dieses Geschenk. Denn damit wirst du finanziell frei. Wenn du einmal verkaufen kannst, wenn du das einmal hast für dich, bist du finanziell frei. Dann kannst du das immer wieder machen. Ich zeige euch das hier noch. Du klickst auf diesen Link, kommst auf diese Seite, klickst hier auf die Gratisberatung und suchst dir hier einen Termin aus. Zum Beispiel am Montag oder am Dienstag. Klickst hier rein, klickst auf Bestätigen, gibst deinen Namen rein, Handynummer, gibst einfach schon dein Ziel rein, was du erreichen möchtest und was wirklich aktuell jetzt nach diesem Workshop deine größte Herausforderung ist. Ob es die Preise sind, ob es die Energie ist, ob es technische Herausforderungen sind, damit ich mich schon mal auf unser Telefonat vorbereiten kann. Und dann bekommst du auch dieses Rauhnächte-Dokument und den Zoom-Link. Und für alle, die das jetzt nicht schaffen, oder sehe ich schon, Sabrina hat gebucht, Gudrun hat gebucht und Sabine, also die ersten drei sind jetzt schon weg. Ich fasse mir aber noch mal ans Herz, ich erweitere auf 5. Und für alle, die es jetzt nicht schaffen, denen schreibe ich euch meine WhatsApp-Nummer in dem Chat und stelle euch diesen Rauhnächte-Plan einfach so zur Verfügung. Ist das für euch auch wertvoll? 0178 790 8610. Dann schicke ich euch einfach den Plan und dann habt ihr ihn.